So, ich freue mich sehr, wieder mit der Dorothee Röschel vor der Kamera zu sitzen. Ihr habt viel danach gefragt, jetzt habt ihr uns wieder. Wir haben viele Erfahrungen gemacht, die Dorothee auf ihre Weise, ich auf meine Weise. Jetzt sind wir doch zu um fast gemeinsamen Nenner gekommen, deswegen haben wir es genannt: Lächeln im Wald. Komische Titel, aber ich sage euch, was es bedeutet. Und die mich kennen, die wissen ja, ich nehme immer gern so bildliche Titel dazu, dass man sich gut merken kann. Er guckt Fernseher, Lassie. Lassie kennt jeder. Lassie hat sich im Wald verirrt. Keiner kommt auf die Idee, in den Wald reinzugehen, um Lassie zu suchen. Weil jeder weiß, ist ein Film. Lassie hat sich verirrt, ist nur ein Film, wo überall Kamera, Lassie ist da. Klar, dass jeder weiß, das ist nur ein Film. Aber wie oft läuft ein Film in den Medien, und ich nenne es jetzt mal als Titel, und ihr sucht dann doch der Lassie im Wald. Überlegt mal, wie viele Situationen dass es in eurem Leben gibt, wo ihr doch das gemacht haben, was die Medien euch vorgesagt haben. Wo wart ihr im Wald? Ihr versteht, was ich meine. Was ist da eure Lernaufgabe? Dorothee, hast du auch schon Erfahrung gemacht? Warst du auch schon im Wald heute? Ich war heute auch schon im Wald, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, habe ich auch schon gemacht, auf jeden Fall. Also es geht ja auch darum, immer wieder so seine eigene Welt da draußen zu überprüfen, auch die Wahr und Wahrhaftigkeit. Also ich denke, es geht auf die alle, wir haben permanent zu überprüfen, was die Wahrheit ist, was die eigene Wahrheit ist, was die kollektive Wahrheit ist, die wir gemeinsam im sozialen Gefüge leben. Und jeder geht in den Wald, denke ich, auch ich. Und wichtig ist es einfach, immer wieder bei sich anzukommen. Das merke ich auch in meiner Arbeit bei Herzdimension, wie wichtig es ist, Kopf-Herz-Kohärenz herzustellen, weil doch das Gehirn permanente Glaubensmuster in sich trägt aus der Vergangenheit, die sowieso überprüft werden sollten und dürfen. Und diese aber auch mit dem Herz abzugleichen. Also ganz, ganz großes Thema, auch gerade im Moment, in der heutigen Zeit, wo wir ja doch schwierigen Zeiten ausgesetzt sind. Und Stress ausgesetzt sind sowieso und dann eben auch noch die politische Lage, wirtschaftliche Lage. Und so ist es immer wichtig, wieder bei sich zu landen. Das ist meine Erfahrung auch in meiner Arbeit und sich an sich anzubinden. Da gibt es unterschiedliche Techniken, Tools, um zu überprüfen, was ist denn überhaupt meine Wahrheit? Das finde ich immer so das Allerwichtigste. Und dann kann ich das mit dem da draußen vergleichen. Siehst du das auch so? Wo ist der Lassie? Wo ist er wirklich? Ne? Genau. Also ich denke, dieser Lassie wird jetzt jeder ein bisschen drüber sich nachdenken. Was bedeutet es überhaupt? Wir sehen, dass es richtig ist, wenn wir in die übergeordnete Wahrheit gehen. Wir wollen, war auch ein falscher Satz von mir. Was heißt wir wollen? Wollen ist aus dem Ego. Wolle hat gar nichts zu sagen, sondern das Gefühl. Und die Wahrheit und die übergeordnete Wahrheit. Und wer will und wer hängt wirklich an der übergeordneten Wahrheit? In dem Moment, wenn wir sagen, wir wollen, ist das Ego und dann kommen wir auf den falschen Weg. Aber wenn wir oben angedockt sind, überm höheren Selbst, in der übergeordneten Wahrheit, ich sage auch gern die göttliche Wahrheit, und dann sind wir geleitet. Aber wenn wir sagen, wir wollen, dann gehen wir die Lässe suchen und nichts passiert. Genau, und permanent verstrickt man sich in irgendwelchen Themen und Mustern, in Beziehungsgeflechten kommt das oft vor, dass man gar nicht dieselbe Sprache spricht. Das nehme ich auch ganz oft wahr. Und so ist es ganz, ganz wichtig, also von innen nach außen zu leben und zu fühlen und nicht umgedreht. Ich sehe oft, dass Menschen, ich kann fast sagen, jede Partnerschaft, die gelebt wird, die Übergeordnete lebt wird, also übergeordnet zum anderen. Ich will, ich soll, du sollst, ich möchte dich anders da. Also so wie ich vorhin gesagt habe, ich will oder wir wollen, ja, ist immer so, dass einer, mindestens einer, krank wird. Immer. Ich habe viele Klienten hier, die krank sind, weil sie nicht die eigene Energie bei sich lassen, weil nicht jede Zelle bewohnt wird, weil viel ich will und rübergeschickt und Erwartungshaltung.
Und das sehe ich leider sehr oft, dass das in viele Partnerschaften ist. Es soll ja ein Ausgleich sein und nicht ich will, du willst und ich habe andere Erwartungshaltung. Da werden die Körper krank. Also es ist ganz wichtig, aha, dass man da danach guckt. Hast du da auch Erfahrung? Wie kannst du einen Mensch präsent machen, dass er eine gute Partnerschaft leben kann? Und was heißt überhaupt eine gute Partnerschaft? Also mein Ansatz wäre jetzt, wenn du mich so fragst, dass die eigene Persönlichkeit erstmal, dass der Mensch an sich selbst angebunden ist, dass er einen Bezug zu sich hat, also eine Beziehung zu sich. Mhm. Und das läuft, also so wie ich es immer wahrnehme oder wie ich es auch selbst in mir fühle und in mir trage, dass das eigene Herzfeld bereinigt ist, dass das Herz sehr offen sein kann. Oft sind die Menschen aufgrund von vergangenen Schwierigkeiten, Traumata, Schockzuständen, aufgrund von dem Seelenpaket, was derjenige mitbringt, verstrickt und auch nicht herzoffen. Also teilweise kommen die Menschen auch aus meiner Sicht noch gar nicht herzoffen auf die Welt. Also sie haben schon immer irgendwie wie so eine Schwere eingebaut, weil eben noch bestimmte Themen als Seele bearbeitet werden müssen, dann im Verlauf des Lebens und auch aus anderen Leben. Und so ist es wichtig, dass dieses Herz auch sanft geöffnet werden kann, weil dann der Bezug zu sich hergestellt wird. Und ich denke, wenn der Bezug zu sich da ist und die Anbindung nach oben auch gegeben ist, in Koppelung dessen, dann ist es auch einfach nach außen zu treten und in Beziehung zu gehen, mit wem auch immer, egal wer das ist, ob das jetzt als Paar ist oder als Mutter und Kind oder mit anderen sozialen Menschen da draußen. Es ist ganz wichtig, dass das praktisch die eigene Anbindung steht, um dann die Themen auch noch im gemeinsamen Gefühl abzuarbeiten, denn nur so geht's. Man kann natürlich auch alleine arbeiten, wenn man sehr diszipliniert ist, aber ich denke, einfacher ist es auch, wenn ich mich da draußen im Spiegel sehen kann durch einen anderen Menschen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das ist mir jetzt spontan gekommen. Können wir das mal machen, dass du jetzt über der höhere Selbst, über die göttliche Wahrheit in die Energie reingehst, um vollständig zu sein, wie ein Mensch aussehen sollte, um in eine gute Partnerschaft reinzugehen. Wir haben ja hier auch viel Hellseher mit an Bord, dass die einfach sehen, dass die dann sehen, wie ein Mensch aussehen sollte und die spüren auch, dass du jetzt einfach die Möglichkeit unsere Zuschauer gibst, auch mal vom Bewusste zum Unbewusste über die Hellsichtigkeit, über das Fühlen, einfach zu erkennen, was bedeutet es, ein Mensch vollständig zu sein und dann in eine Partnerschaft reinzugehen. Das heißt, ich weiß ja, dass du hohe Begabung hast, dass du dich jetzt aber angucken kannst. Ja? Was war das Letzte? Was hast du gesagt, Sabine? Du kannst ja dich aber angucken. Dein System weiß ja, wie es geht. Einfach mal hochgehen, wirken lassen, dass wir es ungefähr 30 Sekunden stehen lassen, dass die Zuschauer einfach sofort die Energie erhaschen können. Auf welche Art und Weise steht ja jedem offen, einfach mal zu sehen. Mhm. Unterbewusstsein nimmt ja sowieso alles wahr. Ja? Gut. Gut. Jetzt verändert sich komplett deine Aura. Mhm. Du bist jetzt voll im Strahl drin von der göttlichen Wahrheit. Auch dein Herz öffnet sich und das ganze System, jede Zelle fängt an zu strahlen. Und das passiert jetzt. Und die Zuschauer können diese Energie jetzt empfangen. Und die Zuschauer, ihr werdet jetzt merken, wie auch euer Herz sich öffnet. Wie ihr Stabilität bekommt, auch vom Becken. Und euren Fokus bei euch ist und aus dieser Energie über dem höheren Selbst den Kontakt zum Partner habt. Und da tut sich die Energie potenzieren. Und jedes Defizit ist ausgeschaltet. Du bist jetzt vollständig und du kannst jetzt mit deinem Partner auf der höheren Ebene Kontakt aufnehmen.
Und jedes Defizit ist jetzt nicht da. Du bist vollständig. Und dein Herz nimmt die Energie der Liebe auf. Von dir und von deinem Partner. So einfach kann es gehen. Ihr kriegt diese Energie jetzt. Ihr habt die Möglichkeit, jederzeit es wieder anzugucken. Also die Energie ist jetzt hier gespeichert. Und ich wünsche euch von Herzen, dass er nicht mehr in den Wald geht und den Lassie sucht, sondern in die Energie reingeht, wo ihr jetzt erlebt habt. Und hinzu, darf ich noch hinzufügen, und hinzu noch die Kopf-Herz-Kohärenz. Ja, kannst du das erklären, bitte? Also mit Kopf-Herz-Kohärenz meine ich einfach, man befindet sich in einem ganz neutralen, wunderschönen Zustand. Das heißt, das eigentlich, ich nenne es jetzt mal ganz vereinfacht, das eigene Stresssystem ist ausgeschaltet, weil man sich sicher und gelassen in sich selbst fühlt. Keine Angriffspunkte, keine Stressoren von außen. Und eben in diesen Zuständen ist das Körper-Geist-Bewusstsein eben auch, kann sich andocken an höhere Ebenen. Und so ist es eben auch für den Körper auch einfach gesünder, weil die Zellen andere Energien mit höheren Bovis-Einheiten tanken können, als wenn man sich immer in diesen Stressfeldern, einfach nur in diesem Kopf-Körpersystem befindet. Also wenn der Herztorus am Pulsieren ist, und man von dem feinstofflichen Herzen mit dem physischen Herzen daran gekoppelt, wenn das praktisch wie angeschlossen ist, gekoppelt auch an den Strahl nach oben, dann kommt man, so habe ich es eben auch gemacht, dann kommt man eben in dieses absolute Gewahrsein, also dieses mit sich in Achtsamkeit sein und auch in einer Art Schutzhülle. Ne? Also das ist da irgendwie inkludiert. Perfekt. Mhm. Ich wünsche euch alles Gute und eine gute Partnerschaft. Ich auch. Tschüss.